Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Meine Damen, meine Herren, das muss man Ihnen lassen. Bei der Auswahl Ihrer Aktuellen Stunden beweisen Sie ja immer ein glückliches Händchen. Und auch heute haben Sie mit Ihrer zeitlosen Aktualität mal wieder den Vogel abgeschossen. Weit mehr als die Hälfte Ihres Trosses hat sich mit der Gestaltung anderer Aufgaben aus dem Staub gemacht. Es ist im Prinzip eine Unverschämtheit, hier über Pflegende und den Bedarf an Hilfe zu reden und das Desinteresse auf eine solche Art und Weise zu demonstrieren. Als wir vor 14 Tagen das Thema Pflege wegen der aktuellen Arbeitskämpfe aufgerufen haben, weil die Pflegekräfte bei Charité und Vivantes mit ihren Streiks gerade für bessere Bedingungen für gute Pflege durchsetzen wollten, war Ihnen das nicht aktuell genug. Wir mussten es zu unserer Priorität machen, um den Beschäftigten zu signalisieren, dass ihr Anliegen auch im Interesse der Patienten politisch ernst genommen wird. Erinnere mich noch gut an Ihre Reaktion. Herr Ludewig hat sich in der Debatte hier vorne bockig hingestellt und mit seinen Bauklötzchen geschmissen, während Herr Isenberg sich einen schlanken Fuß gemacht hat. Er hat sich solidarisch erklärt und die Beschäftigten aufgefordert, in die Gewerkschaft zu gehen, um gemeinsam für bessere Arbeitsbedingungen zu kämpfen, als seien nicht er und seine Regierung genau diejenigen, an die sich die Forderungen richten und die es in der Hand haben, hier in Berlin für die Pflegenden bessere Arbeitsbedingungen zu schaffen. Das Wort Pflege taucht in Ihrem Koalitionsvertrag überhaupt nicht auf, geschweige denn gute Pflege, nicht ein einziges Mal in keinem Zusammenhang. Ehre, wem Ehre gebührt, im sogenannten Wahlprogramm der CDU immerhin zweimal, einmal auf der berühmten Seite 66, die wir alle schon kennen, alles, was mir einfällt zur Gesundheit in 8 Sätzen. Da beklagen Sie die multiresistenten Krankenhauskeime, machen Personalmangel und Zeitdruck in der Pflege unter Rot-Rot dafür verantwortlich und versprechen sich nachhaltig für mehr Personal einzusetzen. Jetzt könnten Sie zwar ganz unverschuldet, aber immerhin Ihre Wahlversprechen noch umsetzen. Also bitte, warum machen Sie, um noch einmal auf die Debatte von vor 14 Tagen zurückzukommen, dem Vorstand der Charité im Sinne Ihrer guten Pflege nicht wenigstens eine klare Ansage, keine weiteren Nachtdienste abzubauen, während noch in der Schlichtung über Mindestbesetzungen auf Stationen verhandelt wird? Das wäre ein erster Schritt zu guter Pflege. Aber wohl nicht so gemeint, geschenkt, verschlucken Sie diese Seite am besten auch. Und dann ganz brandaktuell mit guter Pflege in die Zukunft. Berlin gestaltet den demografischen Wandel. Wo haben Sie diese Aktualität denn ausgebuddelt? Da muss jemand in Ihrem Stab wahrscheinlich aus Langeweile auf der Suche nach einem Kreuzworträtsel im Schreibtisch auf alte Unterlagen gestoßen sein. Das Thema steht, siehe da, seit mindestens 2011 auf der Agenda. Guten Morgen, Herr Krüger. Bereits damals hat die Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales im März mit allen wichtigen Akteuren eine ressortübergreifende Landesinitiative Pflege für ein gutes Leben im Alter in Berlin vorgestellt. Damals wurden konkrete Maßnahmen zur guten Pflege definiert, zu Tarifbindung und Entgelthöhe, zu Arbeits- und Gesundheitsschutz, zur Finanzierung der Ausbildung. Interessant wäre nun zu erfahren, wie weit Sie in den letzten 2 Jahren Ihrer Regierungszeit diese Maßnahmen denn umgesetzt haben. Dazu kein Wort. Stattdessen schneidern Sie hier aus den alten Versatzstücken ein vermeintlich neues Kleid und latschen hier vorne stolz damit herum. Den demografischen Wandel gestalten, ja. Die Menschen haben das Glück, immer älter zu werden. Aber müssen wir deshalb auch immer kränker werden? Schon eine Verschiebung der Pflegeraten ab dem 65. Lebensjahr um 5 Jahre in höhere Lebensalter hätte erhebliche Auswirkungen auf den tatsächlichen Pflegebedarf. Ein nicht unwesentlicher Aspekt in dieser Diskussion, der in den Vordergrund gehört. Prophylaxe und Vorbeugung in ihrer gesamten gesellschaftlichen Komplexität mit entsprechenden Programmen ressortübergreifend fördern, Gesundheitsversorgung eben nicht nur als Reparaturbetrieb begreifen, konkret, niederschwellig und interkulturell Prävention und Rehabilitationsmaßnahmen anbieten, aber in ihrer Mitteilung zur Kenntnisnahme, Drucksache 17/1144, teilen sie ja mit, dass für all die hehren Vorhaben wie gesunde Kommune, gesundes Altern und gesundes Aufwachsen keine Finanzmittel in den Haushalt eingestellt werden konnten und dass deshalb mit der Bearbeitung entsprechender Programme noch nicht begonnen wurde, dass sie dann auch noch teilweise eine Finanzierung von entsprechenden Projekten gestückelt nachgeschoben haben, sei ja akzeptiert, beweist aber nur, wie ernst Ihnen das Anliegen jenseits Ihrer Ankündigungsrhetorik wirklich ist. Was gäbe es zu tun? Gute Pflege heißt zunächst und vor allem
für bessere Arbeitsbedingungen und bessere Bezahlung zu sorgen. Das ist ja schon gesagt, da beißt die Maus eben keinen Faden ab. Alles andere ist Lyrik, ganz einfach, bitteschön. Da gehören zunächst einmal die Löhne auch angeglichen. In der Krankenpflege verdient eine Pflegekraft auch noch zu wenig, aber mit 2.450 Euro deutlich mehr als eine Pflegekraft in der Altenpflege. Da liegt der Schnitt bei 2.190 Euro brutto. Ein Automechaniker, Frau Ratzewiller hat das Beispiel gebracht, verdient laut Lohnspiegel im Schnitt ebenfalls 2.450 Euro. Warum wird die Pflege eines alten Menschen eigentlich schlechter bezahlt als die Reparatur eines Autos? Verkehrte Welt und politisch gerade zu rücken. Also bitte, auch die Ausbildungsvergütungen in der Altenpflege liegen in der Regel unter 20% unter denen in der Krankenpflege. Warum? Das Berliner Bündnis für Fachkräftesicherung in der Pflege hat Ihnen ja hierzu die Hausaufgaben bereit diktiert. Und Qualitätsmerkmal ist es eben nicht, wenn eine Pflegekraft betriebswirtschaftlich effektiv 20 Patienten versorgt, sondern Qualitätsmerkmal muss sein, das Bemühen, diesen Betreuungsschlüssel zu senken. Und das wäre über eine sichere Refinanzierung auch zu belohnen. Zuwendungspflege statt Pflege am Fließband im Minutentakt, das ist das Stichwort. Statt sich hier hinzustellen und den Leuten immer zu versichern, wie gut und wie toll ihre Arbeit ist, die sie machen, schaffen Sie dafür die Rahmenbedingungen. Nehmen Sie den Druck aus dem System, legen Sie Standards für Mindestbesetzungen und Ausstattungen fest. Ein weiterer Aspekt dabei, die Verweildauer von alten Pflegekräften in ihrem Beruf, es ist schon gesagt, liegt bundesweit durchschnittlich bei 8 Jahren. Die von Krankenpflegekräften immerhin bei 14 Jahren. Das hat handfeste Gründe. Altenpflegekräfte erkranken selber häufiger und länger als Menschen in anderen Berufsgruppen. Also auch hier keine rhetorischen Exerzitien, sondern konkrete Verbesserungen bei der betrieblichen Gesundheitsförderung. Weiteres Problem: Erhebungen der Saarländischen Pflegegesellschaft haben ergeben, dass 33% der Pflegezeit, 33% der Pflegezeit für Dokumentation und Administration verloren gehen. Auch hier ist Handlungsbedarf. Stattdessen vergiften Sie die Atmosphäre zu den Pflegediensten. Ich erinnere mich in diesem Zusammenhang noch sehr gut an den Amoklauf aus Ihrem Haus wegen der vermeintlichen Pflegeskandale bei ambulanten Pflegediensten. Wie ein Elefant im Porzellanladen. Jede zweite Einrichtung betrügt die Schlagzeile. Was ist eigentlich dabei rausgekommen, nachdem Sie alle ambulant Pflegenden unter diesen Generalverdacht gestellt haben? Selbst in Ihr Wahlprogramm, das der CDU, hatte das ja Einzug genommen. Dieses Mal auf Seite 67, Skandal in Pflegeheimen, verkünden Sie da. Das war das zweite und letzte Mal im Übrigen, dass das Wort Pflege bei Ihnen aufgetaucht ist. Weiterer Handlungsbedarf. Wir brauchen einen verbesserten Zugang in die Pflegeberufe, auch für Quereinsteiger mit entsprechenden Ausbildungsangeboten. Ein Problem, es ist gesagt, die Gebühren für die schulische Ausbildung in Pflegeberufen muss endlich abgeschafft werden. Teure Ausbildung erst selber finanzieren, um anschließend unter schlechten Bedingungen unterbezahlt zu arbeiten. Welche Gestaltungsvariante ist das denn? In Niedersachsen ist die Ausbildung in der Altenpflege von Schulgeldzahlungen befreit. Da hat man beim Ministerium für Soziales ein entsprechendes Budget eingerichtet. 3,5 Millionen Euro würde das in Berlin im Jahr kosten. Da braucht es eben dann auch den politischen Willen. Oder stellt sich einer von Ihnen hier hin und erklärt, das wollen wir uns nicht leisten. Dann aber können Sie sich auch all Ihre Lippenbekenntnisse sparen. Ein weiteres Ärgernis. Die Kosten der praktischen Ausbildung werden anteilig auf die Bewohner der Pflegeheime oder in der ambulanten Pflege auf die Leistungskomplexe für die einzelnen Patienten umgelegt. Das heißt, Einrichtungen, die Ausbildungen, werden dann dafür auch noch bestraft, weil sie ihre Leistungen teurer anbieten müssen als die Konkurrenz, die nicht ausbildet. Nach § 25 des alten Pflegegesetzes kann eine Landesregierung über eine Rechtsverordnung eine Umlagefinanzierung der Ausbildungskosten verfügen, wenn ein Mangel an Ausbildungsplätzen zu beseitigen ist. Punkt. Wer nicht ausbildet, zahlt. Was braucht es da Fantasie? Ansonsten sind Ihre Erklärungen hier wohlfeil. 20 Minuten hatten Sie als Koalitionäre Zeit, Ihr aktuelles Thema mit Inhalten zu füllen. Als einzige Begründung dafür aber erscheint mir Ihre Einsicht in die Rasanz plausibel, mit der sich diese Koalition selber zum Pflegefall entwickelt. Bei diesem Tempo, man hat es ja auch bei der Regierungserklärung vorhin gespürt, haben Sie die Pflegestufe 3 bis 2016 allemal erreicht. Also genießen Sie die verbleibenden Tage, Ihre Dienstwagen und das Umland.
Tauschen Sie emsig noch ein paar Staatssekretäre aus, führen Sie anschließend Prozesse mit ihnen, die Zeit will ja auch politisch gefüllt sein, und keine Sorge um den demografischen Wandel mehr. 2016 ist für diese Koalition Schicht im Schacht, und dafür braucht es dann auch keinen Blick in diesen Age-O-Mat, Frau Ratzewil. Vielen Dank.